Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kennt euren Feind anzunehmen bei Savelian in der Savalek-Höhle an dieser Stelle. Vorquest war grenzenlose Sicht. Ihr kommt mir bekannt vor. Und damit ich es ein bisschen leichter habe, werde ich auch die Quest auch von Ibiza annehmen. Denn dann denkt er uns die Mobs weg. Und ich glaube, wir bekommen sogar einen Damage-Buff. Bin mir nicht sicher. Die blende ich aber aus. So. Das sind die Mobs. Und gleich sollte ein bisschen auftauchen und uns die Mobs wegdenken. Kaiser. Putz des schwarzen Schwarms. Und ihr seht, er bisher hält ziemlich gut die Aqua. Und wir können ziemlich locker Schaden auf die Mobs machen. Also, ohne den bisher ist es ziemlich übel, sage ich euch. Habe ich versucht, klappt nicht. Ich habe eine Savalek-Ausrüstung. Saquali-Ausrüstung, nicht Savalek-Ausrüstung. Der Mob da hinten will detonieren. Soll er machen, das macht nicht besonders viel Schaden. Aber die Mobs haben auch nicht besonders viel Leben. Die ganzen Mobs sind Elite. Und ihr seht, ich habe 1 Million Leben durch diesen Buff und bekomme so gut wie keinen Schaden. Und noch ein Mob. Dann werde ich mal looten. Mal schauen, was die Ausbeute ist. Und der hat jetzt ein Schild. Ja, ich glaube, das läuft ab. 2 Waffen. Jetzt fehlen noch 5. Was sind das für Mobs? Auch Elite. Alles Elite. Ich habe noch keinen normalen gefunden, glaube ich. Hatte aber auch nicht viel Zeit zum Suchen, denn ich nehme die Quests auf dem PTR auf. Es sind nur noch 5 Tage, bis der Patch auf den Live-Server erscheint. Vielleicht bekomme ich nochmal 2 Quest-Items, das wäre wunderbar. Und gleich ist dieser Mob auch tot. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Und? Ui, 2 Quest-Items. Theoretisch brauche ich jetzt nur noch einen Mob, aber einzelne Mobs sind schwer zu finden. Was passiert, wenn ich den da ranziehe? Es könnte natürlich auch jetzt sein, dass dieser Mob kein Quest-Item droppt. Das wäre natürlich doof. Dann ziehe ich mal einen zweiten auch dazu. Das ist cool, dass diese Erdelementare einfach stehen bleiben. Ah, jetzt sind sie geaddet.
Aber gleich habe ich sie. Und dann gibt es hoffentlich wieder zwei Quest-Items. Dann hätte ich diese langwierige Quest fertig. Also meiner Meinung nach. So, und... 1, 2. Quest ist bereit zur Abgabe. Jetzt noch diese Mobs töten. Und dann sage ich euch natürlich auch, wo man diese Quest abgibt. Jetzt hier entlang und ihr müsst in diese Höhle hinein. Hier ist der Eingang. Und da wartet schon der Sabellian auf uns. Quest ist abzugeben bei Sabellian in der Savalek-Höhle an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!